Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, ich mache nochmal so ein kleines Shisha-Messe 2022 Infovideo, wo das Ganze stattfindet, von wann bis wann das Ganze stattfindet, Öffnungszeiten und so weiter, welche Hersteller dabei sind. Hier zähle ich natürlich nicht alle auf, weil das sind viel zu viele. Und was ihr sonst noch so wissen müsst zum Thema Shisha-Messe 2022. Ja, Freunde, wie denke ich jetzt mittlerweile alle wissen, ist das Ganze in Frankfurt, wie eigentlich jedes Jahr oder beziehungsweise das erste Mal seit 2 Jahren wieder, ist endlich Shisha-Messe. Und zwar ist das Ganze vom 6.5. bis 8.5. Auch das ist mittlerweile bekannt. Das Ganze ist, um genau zu sein, auf der Ludwig-Erhard-Anlage 1. Ich habe mir das hier oben mal aufgeschrieben. Und zwar ist die Messe in Halle 3 und im Halle-Forum. Es gibt aber auch noch einen sogenannten Messepark. Ich denke, da ist eher so ein bisschen bühnentechnisch was. Vielleicht wird auch der ein oder andere Künstler auftreten. Auch das war, soweit ich weiß, geplant oder war mal im Umlauf. Ob das jetzt stattfindet, weiß ich nicht. Ich kann es mir aber sehr gut vorstellen mit diesem Messepark. Auch werden dort draußen, denke ich, viele Fressbuden sein, wo ihr Essen und Getränke und so weiter bekommt. Also es gibt quasi auch anscheinend wie einen Outdoor-Bereich. Mal schauen, was es da erwartet. Ich habe da jetzt nichts auf der Messeseite gefunden. Das Ganze, wie gesagt, startet vom 6.5. bis 8.5., also vom Freitag bis Sonntag. Freitag können nur die Fachbesucher rein, sprich, ich sage jetzt mal zum Beispiel Bars oder Leute, die einen Gewerbeschein haben. Wenn ihr Freitag rein wollt, braucht ihr auch diesen Gewerbeschein. Also ihr kommt auch nicht ohne diesen Gewerbeschein am Freitag rein. Freitag startet das Ganze von 10 bis 18 Uhr. Allerdings, wenn ihr noch einen Gewerbeschein habt oder einen Gewerbeschein besitzt, und ihr habt euch vergessen zu registrieren, könnt ihr das auch an dem Freitag ab 9 Uhr tun. Also auch da könntet ihr theoretisch noch mit reinrutschen. Dann geht es weiter mit dem Samstag, auch hier 10 bis 18 und Sonntag auch 10 bis 18. Das ist dann für alle Leute geöffnet, also für dich, mich und alle Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, ist das Ganze dann geöffnet, wo man natürlich auch hier und da mal ein Pfeifchen rauchen kann, den ein oder anderen Flavor testen kann. Viele geben auch Giveaways raus, wo es, denke ich, auch so Kohle und den ganzen Spaß geben wird. Auf der Messe selbst werden, so wie ich es mitbekommen habe, Hygienemundstücke vergeben oder sind an den jeweiligen Ständen. Ich persönlich werde mein eigenes mitnehmen, damit ich nicht immer überall ein Hygienemundstück dran knabbeln muss und ich will lieber mein eigenes einfach haben. Auch von Einwegschläuchen war die Rede. Bin ich gespannt, ob das auch stattfinden wird, aber es wurde gesagt, es sind auch einige Hersteller, die wohl Einwegschläuche an ihren Pfeifen haben, dass wir das immer teilen können, sehr wahrscheinlich in der Corona-Zeit, dass die das Ganze immer wechseln können, dass jeder quasi seinen eigenen Schlauch hat oder immer ein neuer Schlauch dran kommt und da nicht die große Ansteckungsgefahr besteht. Ja, Freunde, kommen wir aber mal zu den Herstellern, die da sind. Es sind eigentlich so alle großen, bekannten Hersteller da. Ich habe das Ganze jetzt hier drüben mal offen. Wir haben von 187 Tobacco über Aeon, Aladdin, Al-Wazir, das ist jetzt nur A. Wir haben zum Beispiel noch Capital Bra Smoke ist dabei. Dann haben wir hier drüben noch, was haben wir ja noch so? Wer noch dabei ist? 50s ist dabei, Hip Island ist dabei, Hasso, Holster, Hukain. Also ihr seht die oder ihr hört es, die ganzen großen Namen sind auch da. Es sind auch Hersteller dabei, von denen habe ich noch nie was gehört, wie zum Beispiel Lion of Babylon. Lass ich mich überraschen, Mataleon ist zum Beispiel dabei und so weiter und so fort. Mose zum Beispiel noch. Es sind wirklich alle großen Namen vertreten. Ich bin auch sehr gespannt auf die neuen Hersteller oder Hersteller, die mir noch nicht bekannt sind, was die so Schönes im Angebot haben. Ich werde, denke ich, auch das ein oder andere mir dort sneaken. Und es werden wahrscheinlich auch sehr viele Neuheiten präsentiert. Ich weiß zum Beispiel die Stimulation Pro X 3 müsste auch dort sein. Ich hoffe, ich kann sie dort mal rauchen, weil ich finde Stimulation sehr, sehr schick. Eventuell, wenn es ein guter Preis ist, nehme ich mir die auch mit. Ja, Freunde, und das Wichtigste ist, falls ihr jetzt sagt, so, ey, ich fahre spontan Samstag und Sonntag zur Messe. Ganz wichtig ist, ihr müsst 18 Jahre sein oder über 18 Jahre. Es hilft kein Mutti-Zettel, es hilft keine Person, mit der ihr hingeht, die 18 ist.
Die Person, wenn jetzt in Begleitung geht, die 18 ist und ihr seid unter 18, kommt die Person, die 18 ist, rein. Ihr leider nicht, also auch ihr müsst 18 Jahre mindestens alt sein, dass ihr die Messe betreten könnt. Ganz, ganz wichtig. Und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich hoffe, ich treffe den einen oder anderen von euch da draußen. Ich werde auch natürlich vor Ort sein. Ich werde euch auch ein bisschen was abfilmen. Ich wollte das Ganze eigentlich wie einen Vlog machen oder will das Ganze wie einen Vlog machen. Mal gucken, wie ich das mache, weil es ist auch dann mein erster Vlog. Oder ob mir das einfach so blöd ist, durch die Stadt zu laufen und zu quatschen. Keine Ahnung, auf jeden Fall werde ich aber euch von der Messe definitiv was abfilmen. Kamera bzw. Handy wird mit reinkommen auf einem schönen Stativ mit einem ordentlichen Mikrofon, falls ich doch irgendwas zu erzählen habe. Auch da werdet ihr dann Einblicke bekommen, wie es war für die Leute, die einfach nicht zur Messe konnten oder die nicht zur Messe fahren wollten. Da wird definitiv was kommen auf dem Kanal, dass ihr da auch ein paar Einblicke habt, was es da so Schönes gab. Und ich werde natürlich auch dann irgendwann, vielleicht auch mal in einem Stream, einfach euch mal präsentieren, was ich mir geholt habe. Mal gucken, wie ich es mache, ob ich es in Videoform mache oder in einem Stream. Einfach mal abwarten, was da so kommt. Ich freue mich auf euch, ich freue mich auf die Messe, ich bin richtig gehypt, ich bin froh, wenn es losgeht und ich habe richtig Bock, dort 8 Stunden schön Pfeife zu ballern. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, Freunde, das soll es schon gewesen sein mit dem kurzen Infovideo. So habt ihr nochmal die wichtigsten Daten, die ihr auch bei der Shisha-Messe-Seite nochmal durchlesen könnt. Ich hau sie euch unten nochmal rein in die Beschreibung. Da findet ihr nochmal alle Infos, wie gesagt, wann das Ganze losgeht und was ihr so wissen müsst. All das packe ich euch in die Beschreibung. Und dann wünsche ich euch ein angenehmes Wochenende für die, die zur Shisha-Messe fahren. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns dort live vor Ort. Und jetzt geht der letzte Zug hier auf euch und dann sehen wir uns eventuell am Samstag und am Sonntag. Weil ich keinen Gewerbeschein habe, kann ich Freitag auch noch nicht rein. Aber Samstag, Sonntag bin ich dann definitiv vor Ort. Wiederschauen und reingehauen.